Gerrit, jetzt stehen wir hier wieder und haben wir wieder ein Produkt, das wir schon mal getestet haben, allerdings mit nicht so glücklichem Ausgang. Erinnert ihr euch an diese Flasche, die unseren Falltest nicht bestanden hat? Wir haben jetzt von dem Unternehmen, dem Startup Kigo aus Wien, Österreich, eine neue Flasche bekommen, beziehungsweise eigentlich ist es immer noch die Kigo Pacemaker, aber sie ist verbessert worden. Götz! Gerrit! Sag mal, eigentlich heißt das ja, Eigenlob stinkt, ne? Aber du riechst verdammt gut. Woran liegt das? Ja, das sind die neuen Pullover und T-Shirts aus unserem Fahrradfanatiker-Shop. Ist das eigentlich Funktionswäsche? Nee. Wenn du Funktion willst, musst du die Tasse kaufen. Da kann man austrinken. Alles jetzt in unserem Shop. https://fahrradfanatiker.de. Ja, du kannst auch einfach in die Beschreibung gehen und da klicken. Jo, geht auch. Geil. Unsere Trinkszene von damals ist ja schon legendär, Gerrit, habe ich gehört. Die könnt ihr euch jetzt nochmal angucken. Das ist Saufen im Bad. Ja. Gut. Ja, die Nuckelszene nenne ich sie mal. Ah, oh, jetzt schmeckt es richtig gut anscheinend. Schmeckt nichts. Ich nehme es mal als Kompliment. Die haben sich an unserer Kritik herangewagt und das Produkt laut ihren Aussagen verbessert. Und jetzt sollen wir das gerne nochmal testen. Ja, viel Spaß beim Testen. Liebe Grüße aus Wien. Ja. Wir müssen allerdings dazu sagen, wir gehen mit großer Hoffnung in diesen Test, weil natürlich lassen wir die Flasche wieder fallen, ist ja klar. Ja, wieder aus 1,80 Meter Höhe. Einige haben gesagt, viel zu hoch und so. Aber überlegt mal, wenn ihr während des Fahrens trinkt oder wie in der Kigo-Werbung zum Beispiel man sehen kann, wie man in der Kigo-Werbung auch sehen kann, dass ein Autofahrer von einem Radfahrer die Flasche überreicht kriegt während der Fahrt. Überleg mal, was für Kräfte da zustande kommen. Deswegen lassen wir die heute auch vom Fahrrad fallen. Das machen wir auch. Ja. Wir machen einmal 1,80 Meter und einmal aus der Fahrt, würde ich sagen. Genau. Zum Geschmack, glaube ich, müssen wir nicht mehr viel sagen. Das hat letztes Mal sehr gut funktioniert. Ja, sie ist sehr geschmacksneutral, wie gesagt, wer die Flasche noch nicht kennt. Kigo ist, wie gesagt, ein Start-up. Diese Flasche wiegt 90 Gramm, kostet 59 Euro und hat eine Besonderheit. Und zwar ist sie innen mit einer Titanschicht versehen. Und das soll dafür sorgen, dass erstens kein Plastik in die Flüssigkeit, die da drin ist, migriert. Dass sie geschmacksneutral bleibt. Also ich kann Kaffee da vorher draus trinken, also kalten Eiskaffee vielleicht. Und kann danach direkt Wasser reinkippen und das soll nicht danach schmecken. Getränke auch, das ist immer das isotonische Problem. Getränke. Geschmäcker bleiben, das ganz soll genau hier anders sein, einfach ausspülen. Genau, Schimmelbildung wird verhindert. Titanium ist relativ sauberes Material, man kennt das ja, wer die Hüfte aus Titan hat, hat eigentlich keine Probleme. Mhm. Die Flasche ist trotzdem, also dass es eine Verbindung aus Plastik und Metall ist, sehr flexibel und ich habe auch das Gefühl, dass sie, das müsste jetzt Kigo erklären, dass sie flexibler geworden ist im Vergleich zu der alten. Also ich finde, man kann sie sehr weit eindrücken. Bei Rennradgefolgschaften zum Beispiel ist das wesentlich, da darf man nicht festen Flaschen fahren. Also hier könnte man theoretisch drüber fahren, ohne zu stürzen, vermute ich. Ich wollte es jetzt gerade nicht testen, aber das gucken wir mal. Die ist übrigens auch ohne Plastik verpackt, einfach nur ein Karton. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Genau. Reinigung auch einfach, ausspülen, beziehungsweise Wasser reinfüllen, schütteln, auskippen und trocknen lassen. Genau. Man soll keine Bürsten oder Schwämme benutzen, ist aber auch klar, weil dann diese Schicht innen drin angegriffen wird. Ja, Long Lasting steht im Handbuch. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. 59 Euro für eine Flasche, so viel muss man da erstmal ausgeben wollen, erstens. Und zweitens muss sie natürlich was aushalten. Ja. Wie gesagt, wir haben hier oben so ein medizinisches Silikon als Verschluss. Diese Valve-Jet-Dinger, die gibt's eigentlich an fast allen Flaschen. Ich habe so eine Camelback, die auch noch so einen zusätzlichen Verschluss hat, dass nichts ausläuft. Aber auch diese ist, wenn man das ausgezogen hat, tropft da nichts. Es sei denn, man drückt, dann kommt Wasser raus. Und so verschlossen natürlich kann man auch mit den Zähnen problemlos öffnen. Kann man aufziehen während der Fahrt und wieder zumachen. Und das Material oben ist auch gesundheitlich völlig unbedenklich. Medizinisches Silikon. Genau. Jetzt haben wir es nochmal. Ja, im Prinzip kann man auch erkennen, die Flasche ist nicht ganz rund, sondern so ein bisschen oval. Also die ist von der Form her interessant und hat hier oben auch so eine ist sehr griffig. Passt auch, wie gesagt, ich habe es hier schon gesagt, in den Flaschenhalter rein, problemlos und hält da drin auch fest. Also
Das ist alles kein Problem. Vielleicht die Kratzer zu sehen eigentlich? Ja, natürlich, aber das ist halt Plastik, ne? Und natürlich ist mein Getränkehalter auch dreckig. Ja. Das heißt, leichte Kratzer kommen sofort in diese Oberfläche rein. Wo ich noch Verbesserungspotenzial sehe, ist die Oberfläche. Wenn man das einmal in seinen Getränkehalter reingesteckt hat, dieses schöne Fläschchen, dann sind hier schon einige Kratzer drauf zu sehen. Also Umtausch wird dann schwierig, ist dann eine gebrauchte Flasche. Die Flasche gibt es noch in 4 Farben, das muss man vielleicht noch erwähnen. Okay. Wie gesagt, 90 Gramm hatte ich gesagt, relativ leicht. Also dafür, dass es eine Mischung aus Metall und Plastik ist. Ja. So viel kann man zu der Flasche sagen. Also wie gesagt, Kigo, danke, dass ihr uns die nochmal geschickt habt und danke, dass ihr Vertrauen in uns habt, dass wir die nochmal... Ja, an Leuten orientiert aus der Praxis und auch die Kritik ernst nehmt. Das ist ja die Grundbedingung dafür, dass ein Produkt dann auch den Erfolg hat. Genau. Dasselbe ist uns übrigens schon mit dem Rain passiert. Wir haben ja diesen Regenanzug, jetzt regnet es auch gerade wieder, würde der also auch passen, getestet und hatten da auch so ein paar Kritikpunkte. Und da hat auch der Hersteller von Rain reagiert und einige hat gesagt, Sachen davon übernommen. Es werden einige Sachen geändert, zum Beispiel die Richtung des Reißverschlusses an den Beinen und so weiter. Also ziemlich... Ja. Freut uns sehr, wenn unsere Kritikpunkte ernst genommen werden. Aber wir sind ja jetzt hier bei der Trinkflasche und wir hatten ja beim letzten Mal die Flasche dann getestet gegen meine 10 Euro Camelback. Oh, zack. Das war's. Okay, aber dreimal soll sie auch nicht runterfallen. Das ist natürlich jetzt bitter, aber jetzt ist sie wirklich kaputt. Zeig mal. Ja, das ist unten der Boden aufgerissen, kann man direkt sehen. Wir können zum Vergleich, möchte ich eigentlich mal, dass du nochmal meine Flasche runterfallen lässt, ob die auch aufplatzen würde. Die wirst du riskieren, oder was? Ja, ist eine 10-Euro-Flasche und die ich habe, die Kigo, kostet 59 Euro. Let's go. Aua. Ja. Nö, nix. Hat nix, ne? Nee. Wir stehen wieder an exakt derselben Kante. Und ja, Götz, ich würde sagen, waltest du deines Amtes? Oder? Ich schon wieder? Ja, okay, wir müssen das genauso machen. Ich störe sehr ungern. Abgesehen davon, dass das Wetter beschissener ist als beim letzten Mal. Ich glaube, beim letzten Mal standen wir in kurzer Hose und T-Shirt. Ja, dann gebe ich dir jetzt die Flasche. Ja, stell dir mal vor, ihr seid im Death Valley oder irgendwo anders, wo es sehr trocken ist, arid, unterwegs und ihr wollt trinken aus eurer Flasche, während ihr fahrt und euch rutscht das Ding durch die schweißnassen Hände und dann knallt es auf den Boden und bricht kaputt. Das kann passieren in 1,80 Meter, wenn man groß ist, oder in 2 Meter. Es kann auch mit dem Fahrtempo zusammen dann Ausmaße annehmen, wie ich schon sagte, die wirklich heftig sind. Das Material muss was abkönnen. Beim letzten Test haben wir sie aus 1,80 Meter fallen lassen, wie gesagt. Und hier gab es einen Riss, einmal beim So-Fallen und einmal gab es den Bruch hier unten. Und jetzt müssen wir das halt nochmal testen. So, ich mache das sehr ungern, aber... Ich lasse sie jetzt fallen, okay, Gerrit? Ja, lass sie fallen. Okay. Das sieht gut aus. Die ist jetzt allerdings auch nicht unten auf die Kante geknallt. Ich probiere es nochmal andersrum. Ja, aber den Kantenfalltest hatten wir auch gemacht, ne? Kante mache ich gleich nochmal. Ich lasse sie gleich nochmal richtig senkrecht runterfallen. Also wir müssen das so ein bisschen realistisch abbilden. Wir fahren auch gleich nochmal mit dem Fahrrad und testen das dann nochmal. Ja. Ja, hier ist so ein kleiner... Knackser drin. Ja, ist ein bisschen weich, ne? Aber es hält dicht. Ja. Aber das ist in Ordnung. Also ich meine, man lässt die Flasche ja auch nicht mit Absicht fallen und mal. Das kann halt nur mal passieren. Ja. Jetzt lasse ich das Ding nochmal senkrecht auf den Bordstein knallen und dann gucken wir mal, bis das aushält. Ja, ist abgeglitscht. Ein paar Kratzer drauf, aber der Boden hat gehalten. Ja. Wie gesagt, wir haben ja beim letzten Mal auch mehrmals das fallen lassen. Ja. Probier das ruhig nochmal, aber... wenn der Härtetest diesmal passt, ist das doch wunderbar. Lassen wir mal ein bisschen höher und dann. Aber er soll eigentlich gerne senkrecht gehen. Oh, das war sehr senkrecht. Das war aber nicht die Kante, ne? Guck mal hier. Der war sehr senkrecht, aber das Material hat gehalten. Und das war letztes Mal sehr anders. Also da muss man jetzt nochmal sagen, Kigo, ja, da habt ihr, nachgebessert, glaube ich, die richtige Stelle nachgebessert. Ja, ja, perfekt. Ja. Das war die Bordsteinkante, wie sie auch auf der Fahrt. Mit dem Rennrad sein kann. Ja. Und wie man sehen kann, die Flasche ist diesmal heile. Donnerwetter. Ja. So, optisch war da ja unterschiedlich kaum erkennbar, aber das hat richtig gut funktioniert. Wunderbar, dass wir jetzt diese Schwachstelle hier gleich mit beheben konnten, zumindest durch Ursachenforschung. Prima. Ja. Ja, jetzt fahren wir, Gerrit, willst du fahren und einmal beim Trinken rutscht dir das Ding aus der Hand. Das können wir so machen. Halt irgendwo hin. Du kannst ja mal Gas geben. Hier, guck mal, ob hier kein Auto kommt. Auf dem Parkplatz kann man das mal machen. Gut. Oh.
Neues noch, wo da bin. Ja, Death Valley kann kommen, würde ich sagen. Super. Ja, perfekt. Sieht jetzt aber doch ein bisschen arg mitgenommen aus, ne? Naja, also ich meine, guck dir mal so eine Blechflasche an, wenn die mal runtergefallen ist. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Ja, ich bin begeistert, würde ich sagen. Ja. Klappt. Ja, gut. Da freuen wir uns. Hat gehalten. Immer noch die Frage, ob 60 Euro so viele Leute ausgeben wollen für eine Flasche, aber es ist ja schön mit dem Titan und dem guten Geschmack. Das hat wie gesagt, ich kann das tatsächlich nachvollziehen, auch auf langen Touren oder so weiter, wenn du eine Plastikflasche hast, wo das Wasser dann schon länger drin steht, ein paar Stunden und das schmeckt dann nach Plastik oder so. Ja. Das ist schon eklig. Oder man hat, wie gesagt, so einen isotonischen Drink drin und hat den vergessen und dann schmeckt irgendwie noch drei Füllungen danach das Wasser irgendwie nach Iso-Getränk. Ja, ja. Das ist schon eklig. Und die ganzen Longdrinks und so, der ganze Cocktail, so, das Caipirinha und was man da so alles mitnimmt auf einer Fahrradtour, ne, das ist echt, muss man das da wieder rausspülen. Die Sahne dann. Dann bist du da im Death Valley und dann sollst du das wieder rausspülen, hast kein Wasser. Und der Eiskaffee schmeckt dann irgendwie auch. Ja, nach einer Woche schmeckt er auch nicht mehr, genau. Ja, nee. Aber ganz ehrlich, ich habe trotzdem muss ich immer noch sagen, ich habe ja eine 10-Euro-Flasche Camelback, die besteht auch aus Plastik, das speziell so gemacht ist, dass das eben keinen Geschmack abgibt. Also die kostet 10 Euro. Ja. Da muss man mal sagen, na klar, hier ist ein Wahnsinnsentwicklungsaufwand dahinter. Das ist ein ultra, ultra schwieriges Produkt, das so herzustellen. Von daher all meinen Respekt an diese Flasche und auch an diese verbesserte Flasche. Made in Austria. Ich glaube, das ist eine Kimmelflasche, ist wahrscheinlich nicht in Made in Austria. Ja, die ist wahrscheinlich Made in Indonesia, China oder was. Der gesundheitliche Aspekt, Weichmacher und so. Ne? Ist schon ein Argument. Auf jeden Fall. Argument. Ja, wie gesagt, bisschen teuer vielleicht. Gerade wenn man zwei Flaschen mitnimmt, ist das schon erheblich. Mit zwei Flaschen haben wir den Preis eines Decathlon Fahrrads, das wir auch mal getestet haben. Das ist schon drin dann. Ne? Ja, oder fehlt noch der Halter. Ne? Sind die Trinkflaschen teurer als das ganze Rad? Das ist natürlich Vielleicht könnten die einen Halter noch dabei legen. Das wäre vielleicht ganz nett. Noch einen Kigu-Flaschenhalter noch mit dazulegen, dann sind wir beim Preis so ungefähr an der Stelle. Aber wie gesagt, wir können jetzt nochmal den Test machen. Ah gut, ich habe nicht richtig reingedrückt, aber... Naja, ist wieder dicht. Die ist dicht. Und sie ist auch nach unten Wir dicht. Haben das Ding jetzt insgesamt 7-mal fallen lassen und ich werde es jetzt auch mal, ich hätte auch keine Hemmung, das 30 Meter gegen die Wand zu schmeißen. Also hier ist ein kleiner Sprung drin, oben im Deckel, aber das hat keine Auswirkung. Das ist insofern echt ganz gut. Das war aber auch ein fieses Fallen direkt auf den Verschluss. Das passiert nicht so oft. Ist der fiese Test, den haben wir aber vorher auch gemacht und da war die schon am Liegen. Ja, ich glaube, der Schwerpunkt bei der Flasche liegt woanders als auf dem. Was ich auch gut finde, ich weiß nicht, ob das jetzt überall so ist, aber auch in dieser Verpackung lag bei uns noch so ein zweiter Dichtring bei. Hier oben im Deckel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, hier oben ist so ein Plastikring-Ding, so ein Silikonring drin, der das dicht halten soll. Ja. Falls ihr bemerken solltet, wollte Gerrit sagen, dass das Ding am Anfang tropft, dann müsst ihr die Dichtung nochmal richtig reinmachen. Und jedenfalls ist bei mir hier in der Packung ein zweiter drin gewesen, falls man den mal verliert. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich hygienische Gründe, dass der nicht fest drin ist. Ja. Ich kipp mal jetzt das Wasser aus. Gut. Ich will nämlich noch einmal in die Flasche reingucken, aber das sieht auch, da ist nichts abgeplatzt oder irgendwie sowas. Das ist noch nie mal eine Verformung erkennbar. Nö, ist alles gut. Ja. Also, wie gesagt, die Kigo 2.0, wenn ich sie mal so nennen darf, funktioniert. Hart wie Titan, weich wie Titan. Ja, man kann sich squeezen. Ja, deswegen. Wir kriegen übrigens kein Geld für diesen Test, das wollen wir dazu nochmal sagen. Also, wir haben das freiwillig zugeschickt bekommen und haben gesagt, klar, wir testen die gerne nochmal. Ja. Und können jetzt, glaube ich, guten Gewissens sagen, wer jetzt die 59 Euro dafür ausgeben möchte, der kann das tun und bekommt eine Flasche, die gesundheitlich gut ist und die auch mal einen Sturz vom Rennrad aushält. Ja, aber sobald wir auch noch andere Flaschen testen demnächst mal, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich teste ja jede Woche schon einen Dreh mit dir. Ja, und ich trink eh nichts. Also, trinkst nichts. 100 Kilometer, Götz trinkt nichts. Ja gut, dann würde ich sagen, war der Test kurz, aber war gut, hat sich gelohnt. Genau. Schöne Grüße nach Wien. Ja. Dankeschön und bis zum nächsten Produkt. Dem schließe ich mich an. Ja. Erstmal. Tschüss.